Fulda Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen zu den Mini-Fulda Nachrichten. Heute ist Montag, der 9.10. Und jetzt unsere Meldungen. Große Aufregung in Minifulda. Heute startet unsere Spielstadt. Unser Außenteam war mit dabei und zeigt erste Bilder. Damit wir anfangen können, brauchen wir als allererstes die Kinder fürs Arbeitsamt. Wer möchte heute Morgen im Arbeitsamt arbeiten? So wie einige schon, bevor sie hier heute Morgen hergekommen sind, überlegt, das könnte vielleicht ein Job für mich sein. Andere hören das jetzt zum ersten Mal. Heiko organisiert alles in Fulda. Ohne sie funktioniert nichts. Sie ist wirklich wichtig. Aber sie hat ein Problem. Sie leidet unter einer schweren Hutsucht. Immer wieder erfindet sie die dollsten Geschichten, um an ihren Stoff zu kommen. Aber seht selbst. Hallo, ich bin Heike und ich habe in Mini-Fulda den Hut auf. Und ich suche Kinder, die Lust haben, mir einen anderen Hut mitzubringen, sodass ich jeden Tag einen neuen Hut tragen kann in Mini-Fulda. Und für alle die, die nicht wissen, was das heißt, wer den Hut auf hat, ist Chef oder Chefin der Veranstaltung. Ich freue mich auf viele schöne Hüte. Morgen wird in Mini-Fulda gewählt, damit ihr wisst, wozu man wählen sollte und wie es funktioniert, haben wir einen kleinen, kurzen Erklärfilm für euch. Mini-Fulda ist eine Demokratie, das heißt, die Bürger entscheiden durch Wahlen. Alle sollten wählen, denn Wählen ist wichtig. Durch die Wahl könnt ihr mitbestimmen, wer in Mini-Fulda politisch das Sagen hat. Der Bürgermeister, die Bürgermeisterin trifft wichtige Entscheidungen, wie zum Beispiel die Höhe der Steuern, wie die Stadt sauber gehalten werden kann, die Höhe der Löhne und kümmert sich um die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger. Um den Bürgermeister, die Bürgermeisterin wählen zu können, müsst ihr morgen an der Wahl teilnehmen. Und das geht so. Jeder Bürger und jede Bürgerin hat eine Stimme. Ihr bekommt einen Stimmzettel, auf dem alle zur Wahl stehenden Kandidaten aufgelistet sind. Kreuzt euren Lieblingskandidaten an. Auch wenn euch kein Kandidat gefällt, solltet ihr wählen. Dann werft ihr euren Stimmzettel in die Wahlurne. Das ist eine kleine Kiste mit einem Schlitz für die Zettel. Wenn alle Bürgerinnen und Bürger ihre Zettel abgegeben haben, werden die Stimmen ausgezählt. Der Kandidat, die Kandidatin mit den meisten Stimmen gewinnt die Wahl und ist Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Also viel Spaß bei der Stimmabgabe. Damit ihr wisst, wen ihr morgen wählen könnt, haben wir eine Kurzvorstellung von den Kandidaten. Wir sind Antonia und Madita und wollen gewählt werden für ein gerechtes und schönes Mini-Fulda. Wir sind Emma und Sophie. Wir wollen gemeinsam kandidieren für das Amt als Bürgermeisterin, weil wir für ein friedliches und gleichberechtigtes Mini-Fulda sorgen wollen. Ich heiße Emina und bin 12 Jahre alt und ich würde gerne Bundesmeisterin werden, weil ich nett bin und immer für jemanden da bin. Ich heiße Miguel, bin 10 Jahre alt und ich werde immer ein offenes Ohr für euch haben. Danke. Es gibt noch zwei weitere Kandidaten. Diese konnten wir jedoch nicht für ein Interview gewinnen. Weitere Infos gibt es im Rathaus. Morgen wird ein typischer Herbsttag. Die Sonne kommt nur ab und zu durch. Die weiteren Aussichten. Insgesamt soll der Oktober im Verlauf wirklich toll werden.
Ente. Unsere Meldungen werden. Ach. Wählen können. Warum fummelst du denn am Zoom rum? Guck mal, Dämmel, jetzt haben wir hier Büchse.